In der Vergangenheit war es für uns Normalsterbliche schlicht und ergreifend nicht möglich, einen waschechten, einen radikalen Racing-Helm von HOC zu kaufen. Das hat sich jetzt geändert, denn der RV1 ist auf den Markt gekommen und gleich mit ECE 2506 Prüfung und FIM-Zertifizierung. Ich würde sagen, wir schauen uns diesen schönen Helm einfach mal an. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorrad, Helme und Helme. Nein, aber in der Regel auch Motorradbekleidung begrüßen. Und ja, ich habe hier die wunderschönen Messehelme, die offiziellen Messehelme von HOC, die ich mir ausleihen durfte für genau dieses Video, damit wir uns zumindest als einer der ersten diesen Helm wirklich mal anschauen. Ich weiß, es gibt auf der Messe schon ein paar Videos von diesem Helm. Allerdings werden wir jetzt nochmal ein bisschen genauer einsteigen. Und zwar hier erstmal drei Farbvariationen, die auch direkt quasi zum Release des Helms herausgekommen sind. Einmal hier blau-orange Variante, wo natürlich die Basis grau ist, hier mit einem Wolfkopf oben drauf. Hier in diesem Fall auch sehr, sehr auffällig mit dem Aero-Spoiler, der optional ist. Ja, der wird angeklebt, das heißt also, ich kann mich dafür oder dagegen entscheiden und nicht immer ab und dran machen, wie ich so lustig bin. Aber ich kann grundsätzlich erstmal entscheiden, brauche ich den, will ich den, ja oder nein. Ist natürlich mit dem Aero-Spoiler einfach für eine sehr sportliche Sitzposition und damit eigentlich auch für eine Supersportler ausgelegt. Ich kann aber auch, wie dieser Helm kommt, nämlich ohne Aero-Spoiler fahren und damit in meinen Augen, persönliche Meinung, noch ein bisschen cooler für ein Naked-Bike, weil einfach auch die Kopfposition nicht ganz so aggressiv sein muss, damit er wirklich sein volles Potenzial entfalten kann. Wie gesagt, ihr könnt ihn anbauen und abbauen, wie ihr wollt. Es ist nur mit einem, ich zeig's euch mal, also Aero-Spoiler ist hier quasi an diesen Stellen, zeigt es auch mal in der Detailkamera, an diesen Stellen einfach angeklebt. Und wenn ihr ihn dann wieder abmacht und nochmal dran machen wolltet, dann müsstet ihr vielleicht eventuell nochmal hier ein neues Klebeband dran machen. Es geht aber auf jeden Fall. Es ist eben nur nichts, dass ich jetzt vor jeder Tour an- und abmache. Sondern es ist schon so was, was man sich eigentlich überlegt und dann vielleicht ein, zwei Mal in der Saison ändert, je nachdem, wie man so drauf ist. So, ebenfalls sehr, sehr cool bei diesem Helm, bevor wir gleich ein bisschen strukturierter in dieses Video einsteigen, sind hier die Abreißvisiere. Da ist auch erstmal ein kleines Paket gleich im Lieferumfang enthalten. Das heißt also, ihr könnt das erstmal testen. HOC will uns natürlich anfixen, dass wir die dann immer benutzen, denn es ist schon geil. Es ist schon geil. Denn ich bin jetzt diesen Helm natürlich noch nicht mit Abreißvisieren gefahren. Da gibt es übrigens dann auch einen Praxischeck auf unserem Hauptkanal, genauso wie eine Gegenüberstellung dieses RV1 mit seiner Konkurrenz, dass natürlich der AGV Pista GPR ist, dass der Shark Race Air Pro ist, dass der Next XR 3 R ist, fällt mir noch einer, ja, der Shoei X-Spirit 3, das ist natürlich die direkte Konkurrenz und da ist das schon geil, wenn ich so ein Abreißvisier habe, das ist super, super komfortabel und dementsprechend versucht HOC uns da gleich mit anzufixen. So, aber Struktur, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal die Punkte Sicherheit, Aerodynamik, Zusatzausstattung etc. nacheinander durch. Ich markiere euch das auch unten in der Timeline. So, ich habe jetzt mal zwei Helme auf den Tisch geholt. Nämlich zum einen von unseren Messehelmen, die ich mir geborgt habe von HOC. Vielen Dank an HOC an der Stelle fürs Ausleihen. Und unseren ersten Helm Express Vorführerhelm, den ich hier noch habe ohne Aero-Spoiler. Da gehört dann dieser Aero-Spoiler dran. Sehr cool. Die Aero-Spoiler haben auch zwei Größen. Das heißt also die Helme XXS, S und M haben einen etwas kleineren Spoiler und wenn ich dann einen großen Kopf habe, dementsprechend auch einen großen Helm, dann gibt es einen größeren Spoiler. So, jetzt ist es so, dass das Thema Sicherheit natürlich auch ein, ja nicht zunehmend wichtigeres ist, aber auch beim Thema Sicherheit ist natürlich so der Hauptentwicklungspunkt eines Motorradhelms und hier hat HOC gleich in die Vollen gelangt, denn wir haben zum einen die Homologation mit der neuen Helmprüfnorm, der ECE 2206, sehr, sehr geil und damit ist ja der Konkurrenz auch so ein bisschen voraus, es ist nur der Next XR 3 R, der auch schon als Racinghelm damit homologiert auf den Markt kommt jetzt in 2022. Was cool ist, also achtet da auf jeden Fall drauf. Plus, wir haben hier noch die FIM-Zertifizierung, also die Rennzulassung. Das ist dahingehend auch nochmal sehr nett, weil diese Rennzulassung auch sehr umfangreiche Prüfungen und sehr kritische Prüfungen mit sich bringt. Und dementsprechend ist das auch nochmal für uns Endanwender dann ein Sicherheitsaspekt einfach. Deswegen sehr cool. Deswegen sind die auch so stolz darauf. Es steht wirklich überall drauf FIM, FIM, FIM. Im Übrigen bräuchtet ihr diese FIM-Zertifizierung für ein Rennstreckentraining. Wenn ihr als Privatperson zum Beispiel irgendwo hinfahrt, braucht ihr nicht. Oder auch für einen Nürnbergring. Das
ist da nicht zwangsläufig für notwendig. Es ist aber auf jeden Fall nicht verkehrt. Für das, um das ganz kurz einzubauen, brauchen wir nur ein Visier, was arretiert und einen Doppel-D-Ring-Verschluss. Dann können wir auch das Rennstreckentraining wahrnehmen. So, Thema Sicherheit ist damit abgeschlossen. Wir machen jetzt so ein bisschen weiter, was sich daran anschmiegt, nämlich mit dem Thema Außenschale. Wir haben hier eine PIM Plus Außenschale. Das ist letztendlich eine Kombination aus Fiberglas und Carbonfaser. Langjährig geprüft, gibt es auch bei den anderen Airfa-Modellen hier beim Airfa 70, beim Airfa 11. Dementsprechend also absolut in Ordnung, ist also kein reiner Carbonfaserhelm, aber tut ihm keinen Abbruch. Ist beispielsweise ein Xperit 3, ist auch kein reiner Carbonfaserhelm. Anders beispielsweise beim AGV Pista GPR-R, da ist es definitiv ein reiner Carbonfaserhelm, oder auch der Shark Race Air Pro ist ein reiner Carbonfaserhelm. Brauche ich das zwangsläufig? Brauche ich nicht. Habe damit gegebenenfalls kleinere Gewichtsnachteile gegenüber zum Beispiel einem Pista, aber ist es, glaube ich, nicht mal. Hier wiegt der Helm 1450 Gramm. Gut, das hat der Pista auch, aber mit Spoiler dran. Mit Spoiler wiegt der Helm 1610 Gramm. Ist aber wirklich zu vernachlässigen. Was ich aber auch habe, ist, es wird hier so, zumindest mit der Außenschale, höchstwahrscheinlich kein Klarlack-Dekor geben. Also immer nur bedruckte Deko. Gut, kann man in der Regel ja auch mit leben. Gewicht haben wir drüber gesprochen. Außenschalengrößen. Wir haben hier vier Außenschalengrößen, also ein sehr kompakter Helm. Gefällt mir gut. Genauso auch die Polystyrol-Kalotte hat dann eben entsprechend auch vier Größenabstufungen. So teilen sich XXS und XS, genauso wie S und M. L, nee, L teilt sich gar nichts. Und XL und XXL teilen sich eine Schale. Also nochmal, XS und XXS eine Schale, S und M, L und XL und XXL. So ist es aufgeteilt und dementsprechend sehr kompakter Helm, denn die Polystyrol-Kalotte, also der Styroporkern des Helms, geht das nochmal komplett mit. So, zum Visier. Wir haben hier, anders als bei meinen schönen Messehelmen, kein getöntes Visier direkt im Lieferumfang, sondern haben das klare Pinlock-Visier im Lieferumfang. Die Pinlock-Linse genauso wie eben so ein paar, was ich 10 Stück von diesen Abreißvisieren habe ich ebenfalls dabei. Optisch sieht es natürlich sehr cool aus, wenn ich dann eben auch nochmal entsprechend ein getöntes Visier habe. Genauso im Lieferumfang eben, um das abzuschließen, haben wir hier den Aero-Spoiler, also der ist grundsätzlich dabei. Ich kann mir natürlich dann überlegen, brauche ich ihn, brauche ich nicht. Wenn ich jetzt das Visier mal aufmachen will, dann muss ich zunächst hier das Double-Lock öffnen. Zack, also hier den Schieber nach hinten machen. So kann ich es arretieren und zack, so habe ich es dann offen und kann dann auch das Visier auf und zu machen. Gucken wir uns einmal an die Mechanik. Wirklich gut. Zack, und kann das dann wieder so einfach verschließen. Gucken einmal hier hinein in den Helm. Kleiner Kinnwindanweiser, Emergency Release Stripes, also damit wir quasi das Innenfutter herausgelöst bekommen, wenn wir einen Unfall hatten. Und Hintergrund ist natürlich, dass uns die Rettungskräfte dann nicht weiter verletzen, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Kopf- oder eine Halsverletzung haben. Doppel-D-Ring-Verschluss, auch ganz klar für einen echten Racing-Helm. Hier schöner Kunstlederabschluss, gefällt mir alles richtig, richtig gut. Sonst innenliegendes Sonnenvisier haben wir bei diesem Helm natürlich nicht. Ganz klar, wie bei Racing-Helmen üblich, um einfach das Gewicht möglichst klein zu halten. Aerodynamik haben wir jetzt eine sehr, sehr schöne, denn wir haben hier überhaupt nichts, was irgendwie absteht. Die Belüftung super flach gehalten. Und da die Aerodynamik ja auch direkt die Akustik beeinflusst, auch ein schöner, leiser Helm. Gut, wir gucken einmal rein in die Belüftung. Können hier oben einmal, wie? So. Und hier, ich zeige es euch auch nochmal von nahen, ist cool. Also ist wirklich super flach. Und hier, da einmal. Und hier in zwei Stufen. Ich bin ein bisschen grobmotorisch, aber es geht in zwei Stufen auf und zu. Insgesamt sind es dann fünf Belüftungen, die uns mit Frischluft versorgen. Genauso muss diese Luft natürlich wieder raus, nämlich hier durch die vier Entlüftungen. Ihr seht es einmal da. Und einmal hier die große Entlüftung hier drunter. Also eine sehr, sehr gute Luftzirkulation. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch generell das Frischluftkonzept. Man kann es jetzt so nicht zeigen, aber es wird auch Luft, die hier vorne reinkommt, auch hier unten gleich wieder raus, sodass wir auch quasi im vorderen Bereich auch nochmal eine Zirkulation haben. Also da hat man sich wirklich eine ganze Menge gedacht. Ach, hier eine Belüftung haben wir noch vergessen. Dann haben wir auch die 5B-Lüftung. Also 1, 2, 3, 4, 5 und eine sogar noch doppelt zu verstellen. Wahnsinn. Es ist im Moment so ein bisschen Rennen um B- und Entlüftungen. Ich glaube, beim neuen NXR 2 war es so, die haben 6 Lüftungen gezählt. Es ist im Moment so ein bisschen Wettrennen um möglichst viele Luftein- und Auslässe. Wenn wir noch einmal zum Visier zurückspringen wollen, dann sprachen wir darüber, dass wir die neue Homologation haben und die geht auch einher mit dickeren Visieren. Also ihr seht hier schon, da kann ich gar nicht mehr richtig was wabbeln, weil das Visier so massiv ist, so dick ist und das hat damit zu tun, dass bei der neuen Homologation auch ja,
eine Stahlkugel letztendlich abgeschossen wird mit 60 Metern pro Sekunde auf das Visier. Und für uns hat das einfach den Vorteil, dass diese Visiere auch nochmal das Ganze ein bisschen leiser machen im Helminneren. Das Ganze natürlich schön angedichtet, auch mit einer Gummidichtung, die ringsrum geht. Und auch nochmal ein Sicherheitsaspekt auf jeden Fall. Und verzerrungsfreie Sicht haben wir mit diesem Visier ebenfalls, was natürlich gut ist, dass auch wirklich zum Beispiel ein Fahrradfahrer genau an der Stelle ist, wo wir ihn auch sehen, oder meinetwegen Stock auf der Fahrbahn, was auch immer. Das ist der HJC RV1. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf euch auf. Bis dahin. Ciao.